Jetzt gerade auf der Messe in Zürich hatte ich die Freude, eigentlich sehr viele Sammler kennenzulernen. Und dann habe ich auch mal gefragt, ja, nach welchen Kriterien wählen Sie denn eigentlich aus? Oder warum wollen Sie dieses Werk jetzt unbedingt besitzen? Und da kam letztendlich dann auch so eine ganz einfache Antwort, so wie es mir vielleicht auch einfach geht, naja, es ist einfach auch aus dem Bauch. Es gibt Sammler oder vielleicht auch bei Galeristen ein gewisses System. Also ich meine, dass man sagt, gut, ich vertrete jetzt zeitgenössische Malerei und das ist sozusagen der Fokus, oder ich mache nur Fotografie oder nur Zeichnung oder ein gewisses Thema. Das muss sich bei uns sozusagen noch herauskristallisieren, was genau da der Fokus ist. Aber letztendlich ist es wirklich ja, einfach ein Gefühl. Und nicht unbedingt rational zu erklären. Natürlich schaut man, was hat der Künstler für eine Vita, was hat er für eine Ausbildung, hat der ein Stipendium, hat der Preise bekommen. Also sowas ist natürlich eine gute Referenz. Und ja, auch Empfehlungen, also die besten Künstler bekommt man eigentlich durch Empfehlungen von anderen Künstlern, die sagen, hey, schau dir den mal an. Und wenn dann die Kommunikation stimmt, funktioniert das dann auch einfach. Ja, also ich kann es nicht irgendwie rational begründen.